geliebter Simmel, meine Hoffnung, geliebter Simmel, meine Hoffnung, dass du mir ein Brieflein schreiben kannst oder sonst was regeln wegen deinen Heiratsverspruch, hat sich mir zu Schanden geworden. Dein Vater schweigt wie das Grab und du auch, wo du mich doch so unglücklich angeführt hast. Wenn die Bienen anheben, ihre Waben mit Wachs zu überdecken, dann ist der Honig zeitig zum Schleudern. Also stellt am Frauentag der Hauser auch die Schleuder samt dem Honigkübel in die heiße Kuchel, verschleiert sich das Gesicht wie eine Engländerin, die eine Weltreise tut, und zündet sich die kurze Pfeife an. Als dann? Deckelt haben's die Impen. Ein gutes Wetter ist auch. Ich mein, ich fang an zum Außerheben. Und so beginnt der Tag, der von Honig fließt. Die Hauserin taucht die Honigkelle ins heiße Wasser und löst behutsam das Wachs von den schweren Waben. Und während sie diese gemächlich durch die Schleuder treibt, schaut sie zufrieden auf den klaren Goldstrang, der durch den Seiher rieselt, drunten im Kübel noch wie ein dicker Faden sich windet und kräuselt und endlich in der kostbaren Lacke untergeht. Wo du mich... Schmeiß den schönen Rahmen weg. Geh, wie man nur so ungeschickt sein kann. Ungeschickt? Unglücklich angeführt hast. Macht man doch wieder so ein Gaudi und ein Aufheber. Aha, ich müsste stark sein. Du hast ja auch geschimpft davor. Ist. Und dein Kaffeeschüssel hast du auch nicht geworfen. Weggeworfen. Wir haben noch gerade so lernen können. Falls ein Obi rumpelt. Ja, vor lauter Gift und Ball. Nix war es. Weiß schon bald. Weiß schon bald. Gar. Schon wieder bei der schmerzhaften Frühlitanei. Da, jetzt lieber Enke Arbeit. Das. Und grunzt nachher weiter. Mich besser drangsalieren soll. Gar nicht mehr, wie, dass sie mich besser drangsalieren soll. Wo steckst denn du? Wo hockst denn du umeinander? Wo ich mag!